Oskar Lafontaine war ja vor kurzem bei Daniele Ganser zu Gast und wir hatten uns das Gespräch auch zumindest zum Teil angesehen und das war ein sehr freundliches, sehr höfliches Gespräch. Die beiden haben sich inhaltlich ergänzt, politische Positionen ausgetauscht und eigentlich kann man da jetzt nicht groß Klickbait draus ziehen. Eigentlich. Der gute Verschwörung und Fakten, also der größte NPC-Kanal, den es auf YouTube gibt, es dann doch noch irgendwie geschafft. Lafontaine zerstört Ganser im Vorbeigehen. Ukraine, Israel, Souveränität, Rechtsbürgermythos, BSW. Also, da schauen wir uns mal an, was er über das Lafontaine-Ganser-Gespräch herausgefunden hat, was wir damals nicht bedacht haben. Der ehemalige Spitzenpolitiker und Mann von Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, war bei Daniele Ganser zu einem Interview. Dieses Gespräch war sehr spannend. Hat Lafontaine doch im Vorbeigehen einen Mythos von Daniele Ganser einfach so zerstört? Lustigerweise haben die Ganser-Fans es nicht einmal gemerkt. Ihr seid bei Verschwörung und Fakten und das geht so. Ja, froh sein. Ich bin nur ein Lafontaine-Fan, kein Ganser-Fan. Also, ich habe auch nichts gegen Daniele Ganser. Ist halt ein Historiker, der sich in der Friedensbewegung engagiert. Ein guter Mann, zumindest politisch. Seine wissenschaftliche Arbeit kann ich jetzt nicht bewerten, habe ich mich zu wenig mit auseinandergesetzt. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Oskar Lafontaine braucht man kaum vorstellen. Er hat in der Politik fast jedes Amt bekleidet. War Ministerpräsident, Kanzlerkandidat, SPD-Vorsitzender, Bundesminister. Später dann, nach seinem Bruch mit der SPD, ist er zur Linken gewechselt und hat auch dort höchste Ämter bekleidet. Unter anderem war er dort Parteichef und Fraktionsvorsitzender. Dazu ist er noch Ehemann von Sarah Wagenknecht und spielt damit, zumindest informell, eine wohl nicht ganz ungewichtige Rolle bei der neuen Partei BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, die Anfang Januar gegründet wurde. Mit der Wagenknecht-Partei BSW werde ich mich wohl auch nochmal gesondert befassen. Dieses Video hier gibt zumindest schon mal einen Okay. gewissen Anlass Da haben wir ja neues NPC-Material zum Reagieren. dazu. Aber gucken wir nun erstmal auf Oskar Lafontaine. Für viele wird es überraschend sein, dass Lafontaine mittlerweile den Weg zu den sogenannten alternativen Medien gefunden hat. Er weiß, wer Daniele Ganser ist und Sich nicht von Kontaktschuld ab in Vorwürfen abschrecken. Fänzelt ihn. kennt auch dessen Inhalte. Das wird im Gespräch zwischen den beiden mehrfach deutlich. Ich finde Ihren Begriff der Menschheitsfamilie einen Menschheitsfamilie. guten Begriff. Ja, danke. Aber nicht nur das. Er tingelt mittlerweile auch zu verschwörungsnahen YouTube-Formaten wie Punkt. Der Punkt Preradovic, auch guter Interviewkanal, war jüngstens Lisa Fitz zu Gast. Schönes Interview. Da war auch Oskar Lafontaine schon mehrfach zu Gast. Heiner Flassbeck war da auch schon. Ja, Heiner Flassbeck ist wahrscheinlich auch mittlerweile ein Verschwörungstheoretiker. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber Michael Lüders war da auch schon, ist mittlerweile wahrscheinlich auch in dieser Kategorie einzuordnen. Nicht alle, die irgendwas vom Mainstream Abweichendes äußern, aber ihr, die Nachdenkseiten, das ist eine sozialdemokratische Internetzeitung, geführt vom langjährigen SPDler Albrecht Müller. Und viel gemäßigter, viel mittiger geht es wohl kaum. Also jeder SPDler aus den 70er, 80er Jahren hätte alles, oder 90er wahrscheinlich auch noch, was hier steht, hundertprozentig unterschreiben können. Preradovic und ist regelmäßiger Gastautor bei den Nachdenkseiten. Zu den Nachdenkseiten sei der ehemalige Co-Herausgeber Wolfgang Lieb zitiert. Er sagt über seine ehemaligen Partner, dass diese die Welt moralisch in Freund und Feind einteilen und als Ursache für nahezu allen Übels auf der Welt einflussreiche Kräfte, oft die USA, oder undurchsichtige finanzkräftige Gruppen sehen. Und damit sind wir mittendrin im Gespräch zwischen Daniele Ganser und Oskar Lafontaine. Denn was die beiden verbindet, ist genau das, was auch über die Nachdenkseiten hier gesagt wurde. Es ist der Anti-Amerikanismus. An allem Übel der Welt sind die. Anti-Amerikanismus gleich Feststellung, dass die USA andere Interessen haben als wir Europäer. Es ist Anti-Amerikanismus. Die USA schuld. Das Video besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden wir uns die gemeinsamen Positionen der beiden angucken, um dann im zweiten auf die Differenzen zu gehen. Hier ist es herrlich zu sehen, wie Lafontaine die verschwörungstheoretischen Seiten von Ganser entlarvt und ihnen widerspricht. Es wird also wichtige Erkenntnisse geben, wie diese hier. Und dann, nach dem Februar, kommt ja immer der März. Und nach dem März kommt der April. Ja, so ist das. Von Lafontaine habe ich nachher auch noch einen guten. Aber kommen wir jetzt erstmal zum eigentlichen Thema.
den gemeinsamen, im Übrigen ziemlich haarsträubenden Positionen der beiden. Das ist ja eine meiner Thesen und die stützen Sie ja auch. Ist kein Krieg der Ukraine gegen Russland oder Russland gegen die Ukraine. Der Ukraine-Krieg ist ein seit Jahrzehnten vorbereiteter Krieg der USA gegen Russland, um Russland zu schwächen. Nichts anderes. Also das ist doch jetzt ein Scherz. Und die Kommentare fragt gerade einer, ist Verschwörung und Fakten ein seriöser Kanal? Selbstverständlich nicht. Das ist übelst Mainstream-Werbung. Also ich würde nicht mal sagen, dass das Propaganda ist, also zentral gesteuert. Ich glaube, der Typ macht das wirklich aus Überzeugung. Aber sucht wirklich jeden aus den alternativen Medien, der sich für Frieden, der sich für ein vernünftiges Zusammenleben einsetzt, als Verschwörungstheoretiker zu diffamieren. Anderes. Ich sehe es genau gleich. Ihr seht, hier werden keine Gefangenen gemacht. Es wird gleich in die Vollen gegangen. Der Ukraine-Krieg ist von langer Hand geplant, sogar über Jahrzehnte hinweg. Beweise werden selbstredend nicht diskutiert. Nein, weil es ein Gespräch ist und kein Vortrag, der vorbereitet wurde. Selenskys Präsidentenberater hat kurz nach der Wahl Selenskys gesagt, dass sie sich auf den Krieg gegen Russland vorbereiten. Also die USA haben doch nicht ohne Grund in der Ukraine pro-westliche rechtsradikale Kräfte über Jahrzehnte unterstützt. Also Victoria Nuland hat doch 2014 nicht ohne Grund gesagt, we have invested over $5 billion. Also to protect these and other goals. Also mit these and other goals war halt die Zusammenarbeit der Ukraine mit dem IWF, mit westlichen Institutionen gemeint. Also es ergibt sich aus dem Kontext der damaligen Rede. Ihr könnt die Zitate, die ich hier gerade so aus dem Kopf wiedergebe, könnt ihr alle auf YouTube finden. Also das ist ja kein Geheimnis. Es reicht die bequeme Behauptung, die die Welt doch so einfach macht. Das ist, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, nichts anderes als eine eindeutige Verschwörungstheorie, was Herr LaFontaine hier äußert. In seiner Schlichtheit ist das kaum zu übertreffen. Allein der genannte Zeitraum ist ja ein Witz. Als hätte man vor Jahrzehnten vorhersagen können. Als hätten die USA schon vor Jahrzehnten rechtsradikale Kräfte in der Ukraine unterstützt. Moment mal. Die USA haben doch schon kurz nach dem Weltkrieg die ukrainischen Faschisten unterstützt, als die noch ihren Guerillakrieg gegen die Sowjetunion geführt haben. 30.000 Tote. Und der ukrainische Faschismus, der hat doch während des Kalten Krieges im Ausland überwintert, um dann in den 90er Jahren zurückzukommen. Moment mal, als hätte man das schon seit Jahrzehnten vorbereitet, die Ukraine zu einem Anti-Russland aufzubauen. Also schlimme Verschwörungstheorien, wenn ihr mich fragt. Dass ein Putin ein solches Regime in Russland aufbaut. Aber so ist das bei Verschwörungstheorien. Nichts. Jelzin hat das Regime schon aufgebaut. Also Jelzin war nicht demokratischer als Putin. Und mit Jelzin ist der Westen noch gut klargekommen. Aber man hat da in Russland halt immer die Ansage, unterwerft euch. Ihr seid kein gleichberechtigter Partner, sondern wir wollen, dass ihr euch unterwerft. Brzezinski hat ziemlich klar geschrieben damals. Also geschieht durch Zufall, nichts ist wie es scheint und am Ende sind, zumindest bei den beiden, immer die USA schuld. Lustig ist auch das angebliche Motiv, das LaFontaine hier nennt. Niemand braucht Russland zu schwächen. Das Land Putins ist ökonomisch längst abgehängt. Ja, weil der Westen es schon geschwächt hat durch die Schocktherapie in den 90ern. Unter anderem deshalb ist man in Russland so leicht skeptisch gegenüber allen Vorschlägen, die aus dem Westen kommen. Guckt euch einfach mal um. Seht ihr irgendwo in eurer näheren Umgebung, egal wo ihr gerade seid, ein Produkt, das aus Russland kommt? Nahezu das gesamte russische Kaspersky? Geschäftsmodell fußt auf dem Export von fossilen Brennstoffen. Was das für die Zukunft bedeutet, muss ich wohl kaum ausbuchstabieren. Warum sollte man um Himmels Willen dann Russland in irgendeiner Weise noch schwächen wollen? Die sind schwach und werden immer schwächer. Das ja, Argument sie sind schwach dank der zu engen Zusammenarbeit und der zu großen Kooperationsbereitschaft mit dem Westen. Russland hätte von Anfang an eine viel feindseligere Haltung gegenüber dem Westen einnehmen sollen. Ja, eher umgedreht. Der Grund, warum Russland, warum Putin diesen Krieg führt, ist die eigene Schwäche. Außer militärischer Macht und Gewalt hat dieses Regime nichts anzubieten. Auf der anderen Seite genügt ein Blick in die Debatten der US-amerikanischen Politik. Hier wird kräftig darum gerungen, ob man der Ukraine überhaupt noch helfen solle. Wie man schafft, dass... Ja, oder ob wir blöden Europäer das machen sollen. Also man verbraucht da in diesem Krieg ja gerade Russlands Kapazitäten und wir Europäer sind ja bereit, das größtenteils zu bezahlen, also das zumindest teilweise zu bezahlen. Da ist man jetzt in den USA in der Debatte, wie viel genau man sich das kosten lassen will. Also die USA haben ja schon extrem viel Hilfe an die Ukraine bezahlt. Das alles auszublenden, ist mir wirklich ein Rätsel.
Der Krieg wurde von Russland begonnen und Grundlage sind die imperialistischen Interessen Putins. Dass die USA und beispielsweise auch China auch imperialistische Interessen hegen, ist völlig unzweifelhaft und kritikwürdig. Ich verstehe nur nicht, wie man das bei den USA... Das ist unzweifelhaft und kritikwürdig, aber wenn jemand Kritik äußert, dann ist das eine Verschwörungstheorie. Man so überbetonen kann und auf der anderen Seite bei Russland und China... Also, wir gehören zum amerikanischen Großraum. Andere Länder, keine Ahnung, Belarus beispielsweise oder Armenien, die gehören zum russischen Großraum. Wenn wir in Armenien wären, dann sollte, also dann wäre es bestimmt angebrachter, mehr Kritik am russischen Imperialismus zu üben. Die sind aber nicht im russischen Großraum. Die sind im amerikanischen Großraum. Ist das so schwer zu verstehen? China ist völlig ignoriert. Wie der USA versucht wird, alles in die Schuhe zu schieben, sehen wir im nächsten Clip. Ja, wie können wir die Migration bewältigen? Jetzt müsste man nur mal ein bisschen in der Lage sein, nachzudenken. Sind die aber nicht. Denn sie kämen vielleicht auf die Idee, dass die Ukrainer und die Afghanen und die Syrer und die alle zu uns kommen. Dass die Libyer. Libyer, dass sie alle nur zu uns kommen, weil die USA da ihre Bomben abwerfen und dann verschwinden. Ich sehe gerade geschriebene Geschichte im Chat. Sei gegrüßt, du bist ja ziemlich häufig in irgendwelchen Twitch-Chats unterwegs. Wir beide müssen auch mal einen Talk machen. Nicht mehr heute Abend, dafür ist Talk mit Impfer anstrengend genug. Ich raide nach dem Video hier auch irgendwen anders, aber wir müssen auch mal irgendwann einen Talk machen, wenn du... Wenn du mal wieder hier meinen Stream guckst, dann melde dich gerne im Chat. Wer eine Definition von Anti-Amerikanismus sucht, wird hier definitiv fündig. Gehen wir die genannten Konflikte mal der Reihe nach durch. Afghanistan. Okay, hier kann ich es verstehen, dass man der USA die Schuld gibt. Wobei auch Teil der Wahrheit ist, dass der Abzug der westlichen Alliierten erst zu einer deutlichen Verschlechterung der Lage dort geführt hat. Die Lage ist also gar nicht so schwarz-weiß. Aber gut, die Kritik kann ich dennoch nachvollziehen. Kommen wir zu Syrien. Das war und ist ein innerstaatlicher Konflikt im Rahmen des sogenannten Arabischen Frühlings. Man soll es kaum glauben, aber auch Syrer haben keinen Bock, ewig von einem Diktator regiert zu werden. Syrien war ein wohlhabendes Land. Und weil ich Assad nicht mag, also ein relativ toleranter Diktator religiöse Minderheiten und alles anging, zumal er selber zur religiösen Minderheit der Alawiten gehörte, dann setze ich da doch nicht freiwillig irgendeinen islamistischen Extremisten hin. Ich setze doch dann nicht den Islamischen Staat oder den syrischen Al-Qaida-Ableger an unserer Front oder den syrischen Taliban-Ableger. Das war die vom Westen unterstützte, gemäßigte Opposition an meine Spitze. Also Operation Timber Sycamore, googelt das mal. Da haben die USA, die Türkei, Saudi-Arabien islamistische Terrorbanden hochgerüstet, um Assad wegzuschaffen. Das war ein westlicher Regime-Change-Versuch. Ein gescheiterter Regime-Change-Versuch, der sich bis heute hinzieht. Flankiert durch brutale Wirtschaftssanktionen, die in Syrien bis heute den Wiederaufbau verhindern. Werden. Eben jenem Diktator sprang Putin dann bei und ließ, ja eben. Ja, entsprechend dem Völkerrecht. Also der Westen hat versucht, eine Regierung wegzuschaffen, indem er Terrorgruppen unterstützt hat. Und Russland hat diese Regierung dann entsprechend des Völkerrechts unterstützt, nachdem diese Regierung Russland um Hilfe gerufen hat. Bomben abwerfen. Ich kann an der Stelle nicht den gesamten Syrien-Konflikt nacherzählen. Aber eins ist klar, diese Verkürzung... Ich kann euch von Michael Lüders das Buch Die den Sturm ernten oder Wer den Wind sät empfehlen. Das sind zwei gute Bücher, wo das behandelt wird. Auf die USA sind schuld, ist sowas von grotesk und lächerlich, dass einem kaum noch etwas... Nein, ist es nicht. Die USA und ihre regionalen Verbündeten. Also die USA machen das natürlich nicht alleine, die haben... immer regionale Verbündete, die das organisieren. Also im Afghanistan-Krieg war das vor allem Pakistan, das die Mujahedin bewaffnet hat. Im Serbien-Krieg war es vor allem Albanien, das die UÇK hochgerüstet hat. Und in Syrien, da war es vor allem die Türkei, über die der Waffenschmuggel lief. Also, aber trotzdem haben die USA natürlich die ganze Zeit dahinter gestanden. Was einfällt. Ich meine, die Waffen kommen doch von Gaddafis Waffenlager, also Gaddafis ehemaligen Waffenlagern. Der war ja zu der Zeit schon... nicht mehr libyscher Präsident, die kommen doch da nicht zufällig in die Hände von irgendwelchen islamistischen Extremisten in Syrien. Das Schweigen von den beiden zu der Rolle Russlands in diesem Konflikt ist so dröhnend. Ja, die Rolle Russlands ist, die völkerrechtlich legitime Regierung in Syrien unterstützt zu haben und einen Regime-Change verhindert zu haben. Das ist die Rolle Russlands. Vielsagend. Damit sind wir bei der Ukraine. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kommen also zu uns, weil es dort US-amerikanische Bomben hagelt. Alles klar, keine weiteren Fragen.
Und ich, Naivling, dachte, der russische Angriffskrieg sei das Problem. Wie konnte ich nur? Alles in allem kann man das, was Oskar Lafontaine hier von sich gibt, am besten so zusammenfassen. Es wird also nur auf absurde Art und Weise Unsinn dahergeredet. Man muss das leider so sagen. Bevor wir jetzt zum zweiten... Das waren ja gute inhaltliche Argumente. Du hast ja, nichts widerlegt, was Lafontaine gesagt hat. Also er hat mit all seinen Beschreibungen zu 100% recht. Kapitel kommen. Noch ein kurzer Blick darauf, wie sich Herr Ganser eigentlich eine friedliche Welt vorstellt. Also die 5 BRICS wachsen auf 11 an. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es eigentlich für die Schweiz und für Österreich und für Deutschland klug wäre, friedlich mit den BRICS-Staaten Handel zu treiben und nicht mit den Amerikanern in diese Konfrontation reinzugehen. Diese Art Frieden stellt sich der selbsternannte Friedensforscher aus der Schweiz also vor. Wir Österreicher, Deutsche und Schweizer treiben fröhlich friedlich Handel mit allen Diktaturen dieser Welt und sollten diese Diktaturen andere Länder erobern. Ja, das ist doch sogar jetzt eine sehr liberale Position. Wir beginnen nicht wie wild Handelskriege gegen andere Länder, weil sie unsere Macht, also was heißt unsere Macht, die Macht unserer Elite gefährden. Drücken wir einfach ein Auge zu. Ich habe Elite gesagt. Das bin ich jetzt wohl. Zu. Und dann kommt Ganser auf der anderen Seite immer mit dieser moralischen Überlegenheit daher. Dabei ist das, was er sagt, eine moralische Bankrotterklärung. Was er will, ist eine Friedhofsruhe. Wenn die Ukraine oder Taiwan erstmal erobert sind, herrscht... In Staaten, denen geht es um Werte, um Moral, darum, dass alle in Frieden und Harmonie zusammenleben, denen geht es natürlich nicht darum, ihre eigene Macht zu mehren. Nein, 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 nein. Wer das behauptet, wie beispielsweise dieser böse Machiavelli, das sind nur Verschwörungstheoretiker. Das war jetzt kein wichtiger politischer Theoretiker, das war ein Verschwörungstheoretiker. Also das... das ist esoterik. Ich weiß nicht, was der Typ von Verschwörungen und Fakten hier beruflich macht, aber wenn der wissenschaftlich arbeitet, hör auf mit dem, was du machst. Das ist ja... Oder mach es anders als hier in deinen Videos. Also wirklich. Steier Frieden, oder? Immerhin ist es in Tschetschenien und Tibet ja auch herrlich friedlich. Mal ehrlich, wie man auf diese Thesen hereinfallen kann, ist mir völlig schleierhaft. Aber das Gute ist ja, dass auch Oskar Lafontaine das nicht immer tut. Daher kommen wir jetzt zu Kapitel 2. Ich sehe jetzt, 7. Oktober 2023 hat die Hamas, ist aus diesem Grenzzaun ausgebrochen, wo immer noch diskutiert wird, was ist da genau passiert. Aber gut, die sind ausgebrochen, da waren keine israelischen Soldaten. Es ist eine große Diskussion auf dem Internet, warum waren da keine israelischen Soldaten? Ja, die offizielle Antwort ist, die könnte auch stimmen, dass also man sie der Westbank war. In die Westbank geschickt hat. Ganz großartig. Man sieht so richtig schön, wie das geschlossen verschwörungsideologische Weltbild von Herrn Ganser auf einen Menschen trifft, der... Hä? Also ja, man hat die Truppen in die Westbank schickt und die Grenze dann unbewacht lässt. Ändert das irgendwas? Hä? Hä? Der dieses nicht teilt. Also, was wir uns Verschwörungen und Fakten jetzt sagen, also Lafontaine hat doch einfach nur das gesagt, was jedem in Israel bekannt ist, dass der Großteil der israelischen Truppen in der Westbank ist, um die dortige Besatzung abzusichern. Lafontaine vertritt, wie wir gesehen haben, zwar auch Verschwörungstheorien, bei ihm ist es aber kein geschlossenes Weltbild. Das unterscheidet die beiden fundamental. Wir können hier richtig schön beobachten, wie Ganser live versucht, eine Verschwörungstheorie unauffällig durch die Hintertür einzuführen. Er testet das so an mit Sätzen wie, man weiß nicht so genau, was da passiert ist, es gibt Diskussionen auf dem Internet, wer den möchte, gern Friedensforscher. Ja, das klingt voll nach einem geschlossenen Weltbild. Ja, wir wissen doch nicht, was passiert ist. Aha, du hast ein geschlossenes Weltbild, du weißt doch nicht, was passiert ist. Okay. Warum willst du ein Video machen? Ken weiß ganz genau. Ich reagiere ja auf die neue Rechte, ich reagiere ja auf Libertäre, ich reagiere ja auf alle möglichen Leute. Aber diese Mainstream-Sparte, also dümmer geht es kaum. Worauf er hinaus will. Nichts ist, wie es scheint und in Wirklichkeit stecken geheime... Der
Da hat der ein anderes Gespräch. Also gibt es irgend so einen NPC-Filter, den du über YouTube-Gespräche drüberlegen kannst und dann in völlig unproblematische Aussagen dann riesige Widersprüche reininterpretieren kannst. Das ist doch absurd. Mächte dahinter, die das alles geplant haben. Diese verschwörungstheoretischen Ansätze werden von LaFontaine sogleich zerbröselt. Man sieht an Gansas Gesichtszügen, wie begeistert er davon ist. Aber gucken wir noch ein bisschen weiter, denn er gibt nicht sogleich auf. Weil dort Unruhen waren wegen der Siedler. Die Siedler machen dort ja auch ständige Auseinandersetzungen mit den Palästinensern. Da waren Unruhen, die befürchtet worden sind, da hat man die dahin geschickt. Das wäre ist eine Geschichte. Wäre durchaus möglich. Ist möglich. Wäre auch sinnvoll. Habt ihr es gemerkt? Der Verschwörungsunternehmer Daniele Ganser wirft das Wort Geschichte ein. Er verweist mit seinem Einwurf, das ist eine Geschichte, die ganze Situation in den Bereich des Spekulativen. Er legt nahe, dass uns hier nur ein Märchen erzählt werden soll. Der Saarländer hingegen lässt das Ganze einfach abtropfen und verweist darauf, dass die Begründung sinnvoll ist. Noch besser wird das Ganze dann bei dem Thema der Souveränität Deutschlands. Ganser bezweifelt nämlich ganz gerne, dass Deutschland ein souveräner Staat ist und selber handeln kann. Das kann man nicht herausfinden, solange Deutschland nicht souverän handelt. Also der Hegemon eines Großraums, der stellt den Mitgliedern dieses Großraums kein Souveränitätszertifikat aus. So, jetzt dürft ihr souverän handeln. Nein, die Länder versuchen souverän zu handeln und dann stellen sie fest, dass sie es nicht können. Wie die DDR 1953, Ungarn 1956, die Tschechoslowakei 1968 oder wie Chile 1973. Um jetzt mal ein Beispiel aus dem amerikanischen Großraum zu nehmen. Oder Indonesien 1965, die da mehr oder weniger in den amerikanischen Großraum reingeschubst wurden durch so einen von den USA unterstützten Putsch. Also ja, kann man sich jetzt alles ansehen, oder? Zu sagen, entweder Deutschland ist souverän oder Deutschland ist nicht souverän. Und das ließe sich ganz klar beantworten. Nein, das ergibt sich daraus, wie die Regierung handelt. Souverän ist das bestimmt der Ausnahmezustand. Ich vergaß, Karl Schmidt, das ist ja auch kein wichtiger politischer Theoretiker aus der neuen Rechten ist es ja nicht, ist er in der alten Rechten und in der neuen Rechten viel rezipiert worden. Nein, das ist ein Verschwörungstheoretiker, nehme ich mal an. Eine Sichtweise geht so, dass beliebige Staaten nicht selber handeln, sondern eigentlich nur Marionetten von, ihr ahnt es, der USA sind. Im Falle der Ukraine liest sich das so. Ganser spricht der Ukraine eine eigene Handlungsmacht. Also, der gesamte ukrainische Haushalt wird vom Westen finanziert. Das ukrainische Militär kriegt seine Waffen aus dem Westen. Dort kämpfen westliche Söldner. US-amerikanische, britische Spezialtruppen stehen auf dem Staatsgebiet der Ukraine und stellen sicher, dass die Ukraine die westlichen Waffen überhaupt einsetzen kann. Die Amerikaner sorgen überhaupt für Feindaufklärung, dass die Ukrainer die russische Schwarzmeerflotte, russische Stellungen überhaupt angreifen können. Wenn der Westen morgen früh nur die Mitteilung rausgeben würde, wir zahlen der Ukraine kein Geld mehr, dann würden die Ratings ihrer Anleihen kollabieren. Sie wäre pleite und ihr gesamter Außenhandel würde zusammenbrechen. Und kurz darauf auch die Staatlichkeit in der Ukraine. Also einen solchen Staat will man mir jetzt ernsthaft souverän verkaufen. Also für wie blöd haltet ihr mich? Also was soll man dazu noch sagen? Also wer glaubt, dass so ein Staat souverän wäre, komplett souverän, dem ist nicht mehr zu helfen. Und Souveränität ab. Und stellt die Ukrainer als Marionetten der US-Amerikaner dar. Zitat Ende. Zu Deutschland gibt es von ihm einen ebenso einschlägigen Clip. Hierzu gilt mein Dank Flavio Escudo, der auf seinem Kanal dazu ein ganz... Also es ist einfach eine Tatsache. Es ist tatsächlich eine unangenehme Tatsache und vielleicht muss man Verschwörungstheoretiker so definieren, dass das Menschen sind, die unangenehme Tatsachen ansprechen. Vielleicht sind Verschwörungstheoretiker aber auch einfach Leute, die einen Haufen Blödsinn erzählen. Wie auch immer, wichtig ist, Gansers Prämisse zur Souveränität Deutschlands im Hinterkopf zu haben. Mit LaFontaine hat er immerhin ein ehemaliges Regierungsmitglied vor sich sitzen. Und da denkt sich der gewiefte Verschwörungsunternehmer, dass er doch mal ein paar Sätze in der Richtung aus dem Ex-SPDler herauskriegt. Hier der erste Versuch. Und ist es denn möglich, dass ein Kanzler... Verschwörungsunternehmer, das ist ja auch schon ein ganz tolles Framing. ...plötzlich sagt... Leute, ich habe mich. Also er wurde an seiner Uni entlassen, weil er historische Forschung in eine Richtung betreiben wollte, die nicht gewünscht war, unter anderem, weil die US-Botschaft was dagegen hatte.
Und dann hat er einfach angefangen, Vorträge zu halten und Bücher zu verkaufen. Wie kann er das wagen? Warum lebt er nicht unter einer Brücke? Mich geirrt. Ich öffne jetzt diese letzte Pipeline. Ich liefere keine Waffen mehr an die Ukraine. Ist das überhaupt möglich? Natürlich könnte er das versuchen. Er müsste aber eben wissen, dass die USA, wenn man also da ausgeht, dann wäre das natürlich denkbar. Nur es kämen die Widerstände. Hier seht ihr, wie Gansers Verschwörungstheorie von Lafontaine zerstört wird. Selbstverständlich kann ein Kanzler. Nee. Nee. Ehrlich gesagt sehe ich das nicht. Kann Deutschland eigene Entscheidungen treffen. Dass politische Entscheidungen dann bei Partnern nicht immer auf Gegenliebe treffen, sollte auch einem politischen Laien klar sein. Was meinem Verschwörungsunternehmer Ganser nicht absprechen kann, ist eine gewisse Beharrlichkeit. Denn er versucht. Widerstand, so wie bei Aldo Moro oder Olaf Palme oder Janukowitsch, waren einfach politische Widerstände. Weiß auch nicht, ob die irgendwie was mit geopolitischen Interessen zu tun haben könnten. Weil, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich will ja schließlich kein Verschwörungstheoretiker sein. Es beim anderen Thema noch mal genau auf die gleiche Tour. Hier geht es um den Serbien-Konflikt. Und dann frage ich mich eben 99, was mich einfach interessiert, wie Deutschland immer in diese Kriege reingezogen wird von den USA. Wäre es denn auch möglich gewesen zu sagen, nein? Natürlich. Okay. Treffer versenkt, würde ich sagen. Dass Deutschland ein souveräner Staat ist, der eigene Entscheidungen trifft, hat der Ganser hier doch. Uns ist es erlaubt, sich nicht an Angriffskriegen zu beteiligen. Das ist aber toll. Deutlich gezeigt bekommen. Sein vertretener Mythos von einem nicht souveränen deutschen Staat kann er damit getrost in die Tonne hauen. Ob das allerdings bei ihm. Warum handelt die deutsche Politik denn konsequent im US-amerikanischen Interesse? Welche Institutionen, durch welche Thinktanks, durch welche Verflechtungen mit den USA wird das sichergestellt? Das wäre jetzt die Frage. Also wenn Deutschland souverän handeln kann, das behauptet ja Verschwörungen und Fakten ja einfach, postuliert es ohne Belege zu haben. Wenn Deutschland das kann, wieso handelt es dann nicht so? und seinen Fans wirklich durchkommt, darf bezweifelt werden. Die hören bei dem Interview eher das raus, was sie hören wollen. Zum Beispiel das hier. Bräuchten Putin-Versteher in Deutschland, die wüssten, was also diesen Präsidenten der UdSSR bewegt. Oh nein, sie suchen nicht in antideutscher Manier nach irgendwelchen Schlagzeilen, wo vermeintliche Widersprüche in Gansers geschlossenem Weltbild, das er nicht hat, aufgezeigt werden. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Wenn Putin der Präsident der UdSSR ist, dann ist die Ukraine selbstverständlich ein Teil der UdSSR und damit erscheint der Konflikt in einem völlig anderen Licht. Man muss einfach nur lang genug Ganser, Krone Schmalz, Lafontaine, Guiraud und Co. zuhören. Dann übernimmt man irgendwann deren Prämissen und entwickelt einen völlig unkritischen Blick auf die Weltlage. Das sehen wir letztlich im Kleinen an den Kommentaren zu dem Interview recht gut. Die Verschwörungsszene ist sich dort recht einig und feiert das gelungene Interview ab, nicht merkend, dass Ganser hier starken Widerspruch erhält und ein Mythos von ihm zerstört wird. Auch wenn in Summe die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden leider überwiegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt und über eine Unterstützung bei Patreon nachdenkt. Wir Stimmt, hören uns beim nächsten obwohl, Mal. ich habe es ja jetzt mit euch geteilt. Echt, den größten NPC-Kanal gibt es auf YouTube nicht. Jedenfalls habe ich noch keinen gefunden. Sie können mir auch gerne solche dämlichen Propaganda, also wie gesagt, Propaganda würde ich es nicht nennen. Propaganda beinhaltet zentrale Steuerung, solche dämlichen oder zumindest irgendwelche Mechanismen, die so ähnlich aussehen wie zentrale Steuerung. Es gibt ja das Propagandamodell von Noam Chomsky, wo noch ein paar andere Mechanismen als zentrale Steuerung aufgeführt sind. Wäre jetzt eine andere Debatte, was ist Propaganda, aber solche, ja, Videos mit einer ähnlichen NPC-Haftigkeit, wenn euch die noch auffallen, schickt sie mir gerne. Ich meine, Verschwörung und Fakten hat ja gesagt, dass er noch ein Video zum BSW machen will. Gerne, bitte macht das. Also bessere Werbung kannst du nicht machen. Deswegen freue ich mich so ein bisschen, wenn ich hierauf reagiere. Also wenn das AfD-Vorfeld irgendwas macht, dann könnte ich tatsächlich was finden, was diskreditierend wäre. Dann haben die tatsächlich manchmal Punkte, wo es schwieriger ist, die zu widerlegen oder wo man sagen muss, ja, die haben einen Punkt. Aber wenn man auf das hier reagiert, dann hat man wirklich nur die Sicht des Mainstreams, die in was allen, in fast allen Belangen falsch ist und die sich so einfach widerlegen lässt.